Keine Frage, das könnte ein sehr, sehr wichtiger Tag werden. Heute mit den US-Inflationsdaten kommt so eine Art Stunde der Wahrheit, denn es geht um ein dominantes Narrativ, das angekratzt werden könnte oder eben nicht, nämlich das Narrativ, ach guckst du, die Inflation wird doch zurückgehen und dann werden die Zinsen auch wieder fallen und wir leben dann in der besten aller Welten, die wir jetzt schon im Vorfeld mal einpreisen. Das war der Grund für die Rallys an den Aktienmärkten, die wir gesehen haben, aber jetzt steht so eine Art Realitätscheck an und es gibt sehr interessante Beobachtungen zu diesem Umfeld Inflation, Ölpreis und diesen ganzen Geschichten. Wir haben ja gestern den Ölpreis auf dem höchsten Stand des bisherigen Jahres gesehen, aber dazu gleich mehr. Bleiben Sie unbedingt dran, meine Damen und Herren. Wir starten zunächst mal mit dem, was heute erwartet wird. 0,6% zum Vormonat in der Headline-Zahl, kräftig, plus 3,6% zum Vorjahresmonat und in der Kernrate niedriger, nur 0,2%, dafür zum Vorjahr 4,3%. Wir sehen die Kernrate, rechter Chart unten ist es seit einiger Zeit konstant rückläufig, während wir bei den letzten Inflationsdaten das erste Mal einen Anstieg gesehen hatten, der, wenn die Zahlen nicht deutlich unter der Erwartung reinkommen, sich jetzt fortsetzt. Dürfte. Also da wären wir dann schon wieder in einem Aufwärtstrend. Schauen wir uns mal die Erwartungen der verschiedenen Analysten an. Hier sehen wir Headline CPI. Wenn Sie da unter diesem Bild mal gucken, da liegt man zwischen 0,54 und 0,63%. Also alle sind eigentlich so im Camp 0,6. Gerundet nur Piper Sandler wäre dann gerundet eine 0,5. Also da herrscht ein ziemlicher Konsens. Bei der Kernrate herrscht Konsens, auch wieder mit Ausnahme von Piper Sandler, dass wir gerundet dann bei 0,2% reinkommen und alle erwarten eine Kernrate von 4,3%. Und bei der Headline CPI liegt man zwischen 3,6 und 3,7%. Hier links sehen Sie nochmal auch andere Analystenhäuser, die hier ihren Senf dazugeben. Aber die Konsenstheorie, sagen wir mal, das Narrativ ist, die Fed ist fertig mit Zinsanhebungen und wird sie dann 2024 wieder senken. Was aber, wenn die Inflation doch weiter steigt und dieser Wiederanstieg der Inflation sich verstetigt? Hier sehen wir mal den Inflation Now Tracker der Cleveland Fed, erwartet sogar 0,79%, wäre 0,8 gerundet für diesen Monat. Jetzt liegt der meistens dann höher, als die tatsächliche Zahl reinkommt, aber wenn es nur 0,7 wäre, dann könnte das für die Märkte schon ein bisschen heftig werden. Aber dann gibt es natürlich diese Beruhigungsszenarien. Hier sehen wir zum Beispiel die Überschrift bei Bloomberg: Soft Core Inflation to bolster case against more Fed Tightening. Also diese niedrigere Kernrate der Inflation, die dürfte für die Fed dann ausschlaggebend sein, erstmal die Füße stillzuhalten. Und in der Tat, die Fed hat ja immer gesagt, die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, ist das, was uns hier hauptsächlich beschäftigt. Dann gibt es noch Supercore, also eine Superkerninflation, das ist eben der Dienstleistungssektor dann ohne Housing, also ohne den Immobilienbereich. Und hier zum Beispiel Analystenkommentare, die sagen, also wir denken, dass eben die Fed, selbst wenn die Headline-Zahl, also diese 0,6 erwartet, heiß reinkommt, dass man eben sich dann doch auf die niedrigere Kernrate fokussieren wird. Außerdem sehen wir, dass diese Lohnanstiege sich deutlich abgeschwächt haben. Wir sehen einen Slowdown in Hiring, also eine gewisse Abkühlung am Arbeitsmarkt, so wird hier argumentiert, aber schaut euch mal oder schauen sich mal verschiedene Empfehlungen von Analysehäusern, von großen Banken an ihre Kunden an, an institutionelle Kunden, dann legt man sehr viel Wert auf diese 0,6%. Vor dieser Zahl hat man Respekt, denn es würde bedeuten, dass der Anstieg so groß wäre wie seit 14 Monaten nicht mehr. Also das ist durchaus etwas, was dann zu beachten ist und wir sehen ja auch im September, in der bisher ersten Hälfte zumindest, ist der Ölpreis ja noch weiter gestiegen. Das heißt, da kommt dann auch im nächsten Monat von dieser Energiekomponente keine Entlastung. Im Gegenteil, da sehen wir dann, dass das Ganze noch weiter feuert. Hier JP Morgan ja mit einer Analyse, wie dürfte die ganze Geschichte ausfallen, wenn die Inflation zum Vormonat über 0,7 reinkommt, dann dürfte der S&P 2 bis 2,5% verlieren. Dann sehr seltsam, wenn es zwischen 0,55 und 0,7 kommt, dann dürfte der S&P 1 bis 1,5% verlieren.
Wenn es so reinkommt wie erwartet, nur 6, dann dürfte der S&P ein Viertel bis ein Dreiviertel Prozent zulegen. Wenn wir unter 0,45% sind, dann eine Rallye von ein Viertel bis ein Dreiviertel Prozent. Und wenn wir unter 0,3 sind, eine Rallye von 2 bis 3 Prozent. Interessante Analyse, aber der oder das Thema derzeit ist natürlich der Ölpreisanstieg. Hier sagt man von Goldman Sachs im Trading Desk, also war eine ruhige Session, klar, die viele halten die Füße still vor den Inflationsdaten. Market is clearly on edge ahead of CPI, also jetzt vor den Inflationsdaten. Die Optionen im S&P implizieren eine Bewegung nur von 0,66% beim S&P 500, was ja gar nicht so fürchterlich viel ist. Das wäre die geringste Bewegung seit November 21 bei der Antagen mit Inflationsdaten. Wir sehen, dass gestern eben Wachstumswerte verkauft wurden wegen Oracle, die ja zweistellig gefallen ist. Man ist in Value gegangen, hat Tech verkauft weitgehend. Und hier sagt man auch bei Goldman Sachs, Outperformance in Energy, das war die Hauptstory. Brent ist auf 91,50 gestiegen bis zu diesem Widerstandsniveau. Und wir hatten gestern ja Zahlen der OPEC, die sagen, wir haben wohl 3 Millionen Barrels zu wenig Öl pro Tag. Weil eben die OPEC Plus ja kürzte, das könnte man ja ändern, will man aber nicht, wenn man den Preis oben halten will. Dann Diesel Rally nach Exportbeschränkungen, die sich Russland auferlegt hat und so weiter und so fort. Die Saudis finden das richtig spritzig, die Inflationserwartungen an den westlichen Märkten aber gehen nach oben. Wir sehen hier die One-Year Inflation Swaps. Sind die deutlich gestiegen und das liegt vor allem natürlich am Ölpreis, der hier so deutlich gestiegen ist. Aber jetzt mal eine Beobachtung, meine Damen und Herren, die ich mit Ihnen teilen möchte. Und wir haben ja im letzten Monat, also die Inflationsdaten aus dem Juli, die vor um und bei einem Monat kamen, die waren ja nur bei 0,2%. Und mich hat das damals sehr, sehr stark gewundert, denn hier ist mal eingezeichnet der Ölpreis im Juli links und der Ölpreis im Juli rechts, also mit diesen Kästchen, die hier eingezeichnet sind. Und wir sehen, im Juli war der Ölpreisanstieg viel höher, auch prozentual, als im gesamten August. Aber die Inflation war nur bei 0,2%. Und jetzt wird argumentiert, naja, der Ölpreis ist ja so stark gestiegen, jetzt soll die Inflation auf 0,6% gestiegen sein. Das passt nicht zusammen. Ich fand die 0,2 viel zu niedrig im letzten Monat, angesichts dessen, was wir da gesehen haben beim Ölpreis. Also irgendwie passt das nicht so richtig zusammen. Ich will das mal als Fragezeichen gewissermaßen im Raum stehen lassen. Wir sehen aber hier eben den weiteren Anstieg im September, also null Entspannung. Und hier mal ein Chart von Michael Silver. Der vergleicht die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe mit Energieaktien. Und wir sehen, das läuft relativ parallel. Das heißt, steigen Energieaktien, weil zum Beispiel der Ölpreis steigt, dann steigen auch daran Daten für Staatsanleihen. Wir sehen also, dass die Anleihenmärkte das als reale Inflation ein Stück weit einpreisen, obwohl der reine Energiefaktor in der Inflationsberechnung nur bei 7% liegt. Also jetzt nicht so fürchterlich groß ist. Die große Unbekannte, das schwarze Loch sozusagen, ist, wie berechnet die Fed jetzt die Mietpreisentwicklung oder die Komponente Housing, ist ja teilweise mit einer Verzögerung von 6 bis 9 Monaten, da steigt keiner durch. Das ist mal wieder amerikanische Statistikkunst. Aber hier vielleicht ein Punkt, der auch wichtig ist. Wir haben vorhin gesehen, also die Renditen steigen, wenn Energieaktien steigen. Hier sagt ein Kommentar, naja, trennt euch mal von der Vorstellung, dass es bei den Renditen bei Staatsanleihen nur um Inflation geht. Es geht hauptsächlich darum, dass eben diese wahnsinnigen Defizite der USA sind und dass die so wahnsinnig viele Anleihen emittieren, die Käufer finden müssen. Hier rechts sehen wir eine andere Grafik, die zeigt, dass Anleiherenditen sich zusammensetzen aus Wachstumserwartungen plus Inflationserwartungen und dem sogenannten Term Premium, also praktisch der Risikoaufschlag, den du bekommst dafür, dass du länger laufende Anleihen hast, statt nur ganz kurz laufende Anleihen zu haben, also praktisch die Entschädigung für
längere Laufzeiten bei Staatsanleihen, weil du auf dein Geld verzichten musst und dein Risiko, je länger die Laufzeit ist, natürlich latente höher ist. Hier sehen wir nochmal Ölpreisanstieg und Krisen. Und hier sehen wir jedes Mal, wenn es massive Anstiege beim Ölpreis gegeben hat, dann kam es zu einer Krise, zuletzt die Finanzkrise. Also irgendeine Krise ist immer, weil der Ölpreis ansteigt und dann fällt er in der Regel wieder, weil diese Krise dann dafür sorgte, dass eben die Ölnachfrage zurückgeht. Aber diese Ölpreisanstiege, die von den Amerikanern sehr stark bemerkt werden, gerade an der Tankstelle, das hat wahnsinnige Auswirkungen auf die Inflationserwartungen. Inflationserwartungen wieder sind self-fulfilling prophecies, die dann tatsächlich Inflation erzeugen, weil die Konsumenten Nachfrage vorziehen, sagen, später wird teurer, kaufe ich später jetzt. Hier sehen wir aber, dass natürlich die Ersparnisse der Amerikaner jetzt praktisch aufgebraucht sind. Das, was sie an Geld geschenkt bekommen haben in der Corona-Zeit, das ist jetzt immer weniger. Jeden Monat sinken die Ersparnisse der Amerikaner um 100 Milliarden Dollars. Und was machen die Amerikaner? Die sind im Prinzip natürlich konditioniert auf dieses, du kriegst ja Geld geschenkt. Jetzt sind diese Geldgeschenke eingestellt worden, sind nicht mehr da. Also versucht man jetzt, nachdem man an das Free Money gewöhnt ist, sozusagen über Kredite das Ganze zu kompensieren. Deswegen sehen wir, dass die Kreditkarten immer weiter ausgereizt werden, auch wegen der Inflation. Man will seinen Lebensstandard halten und ob da unbedingt bei diesem Lebensstandard ein iPhone dazugehört, ist mal in Frage zu stellen. Jedenfalls sehen wir, dass gestern Druck auf der Apple-Aktie war, nachdem das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus unverändert bei 799 und 899 Dollar bleiben. Das hat Druck ausgeübt auf die Aktie. Man hatte eigentlich erwartet, dass die Preise steigen, was natürlich dann mehr Einnahmen für Apple bedeutet hätte. Und deren Einnahmen sind ja seit Quartalen rückläufig. Gestern ja die Meldung, dass Huawei offenkundig mit seinem Mate 60 sehr erfolgreich ist. Das hat Apple ebenfalls unter Druck gesetzt. Und hier sehen wir mal, Apple seit 3 Monaten ist man ein Underperformer gegenüber dem Gesamtmarkt. Und Tim Cook dann wieder mit so einer Marketing bla 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 Blase, Meta, iPhone 15, Meet iPhone 15, Titanium, Apple Silicon, bla blub blub. Sag einfach, wir sind nicht in der Lage, ein wirklicher Innovationstreiber mehr zu sein. Und das merken die Märkte langsam. Manchmal haben die ein bisschen was lange Leitung, ne? Aber jetzt so langsam fällt ihnen das auf. Und das sieht man dann in Charts geronnen. Wenn diese Zone unter 175 durchgeht, dann wäre das ziemlich unschick für die Apple-Aktie, die ja natürlich ein Schwergewicht ist oder das Schwergewicht schlechthin ist. Hier sehen wir mal gestern Finanzwerte gut gelaufen, Tech-Werte schlecht gelaufen. Die verprügelten Finanzwerte könnten interessant werden, während die High-Flyer-Tech-Werte immer mehr Risiken aus meiner Sicht bereithalten. Hier sehen wir mal den WIX gestern. Bullisches Harami-Muster. Rechts sehen wir das im VIX Daily. Die Saisonalität spricht eigentlich dafür, dass wir jetzt einen deutlichen Anstieg bei der Volatilität sehen. Hier der VIX, der One-Day-VIX, so ein VIX, den es nur für einen einzigen Tag gibt, der geht davon aus, dass wir beim S&P 500 eine Veränderung von 0,85% heute sehen mit den Inflationsdaten. Aber hier sehen wir ein Bild, das nicht sehr 2023 stylisch ist. Wir sehen nämlich Tech im Minus. Wir sehen vor allem Oracle, auch Microsoft deutlich, Apple, Google, Amazon, Tesla, Meta. Und rechts, also links unten sehen wir die Banken, grün, rechts unten sehen wir, oder tendenziell rechts unten sehen wir Energy, very green, also denen geht es jetzt nicht so schlecht. Und hier mal eine interessante Beobachtung wieder von Michael Silver. Der hat mal den Energiesektor, XLE ist das entsprechende ETF, mit dem S&P oder in Relation zum S&P gesetzt. Und wir sehen jedes Mal, wenn Energie deutlich steigt oder der Energiesektor deutlich den S&P 500 outperformt, dann ist das normalerweise nicht gut für den S&P 500. Sie erkennen das an den Pfeilen. Das heißt, steigende Energiepreise schwächen die Wirtschaft, schwächen damit die Aktienmärkte, denn
Wenn wir in Richtung Rezession marschieren, was durch steigende Ölpreise eigentlich immer passiert, dann bedeutet das, dass die Gewinne und Margen der Unternehmen schlechter werden. Und hier sehen wir mal jetzt invertierte Zinskurve, 10-jährige und dreimonatige Staatsanleihe, jetzt 210 Tage invertiert, absoluter Rekord in der Geschichte, können wir praktisch Party machen. Wir waren noch nie so lange invertiert in der Zinskurve, normalerweise ein sicheres Rezessionssignal. John Hussman sagt hier, ja, also wenn wir im vierten Quartal jetzt eine Rezession bekommen, dann wird das aber jetzt schon im dritten eingepreist, denn die Märkte sind meistens 2 bis 4 Monate früher dran, dass sie riechen, oh, da kommt eine Rezession. Und Michael Guyatt sagt hier, guckt euch mal an, die Aktien im Nasdaq über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, das ist nur ein Drittel, 32,95%. Es war nie ein Bullenmarkt. Es gibt keinen verbesserten Breadth, keine verbesserte Marktbreite. Das ist ein House of AI Cards, also das ist ein Kartenhaus, das aufgepumpt wurde durch KI-Euphorie. Und the stock market can collapse like 1987. Oh, harte Ansage, aber in der Tat, wir haben strukturell schon sehr viele Parallelen zu 1987. Wir haben auch damals einen Anstieg der Zinsen gesehen. Wir haben damals gesehen, dass die Aktien das lange nicht interessiert hatten und dann sind die Dinge ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich sage nicht, dass das wieder passiert, aber das Setup wäre schon da, denn wir haben ja eins gesehen, vor allem die Tech-Werte haben sich komplett entkoppelt von der Renditeentwicklung. Also Geld wurde immer teurer, Tech ist dennoch gestiegen. Seit drei, vier Wochen geht das wieder parallel, also Renditen und Tech-Aktien, aber der Abstand ist noch nach wie vor riesig. Dieser Abstand ist gekommen seit der Bankenkrise, seit die Fed dann interveniert hat. Und diese Lücke oder dieses Gap müsste eigentlich mal geschlossen werden. Wir sehen, der S&P 500 ist 7% über seinem 200-Tages-Durchschnitt, aber nur 47% der Aktien sind über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Normalerweise, wenn wir bei solchen Werten sind wie beim S&P 7% über dem 200-Tages-Durchschnitt, dann sind auch 75% über der Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Also auch hier sieht man, die Marktbreite ist miserabel. Es sind die wenigen Tech-Aktien, die Nvidias, die Apples, an denen alles hängt, und wenn die anfangen zu schwächeln, dann wird es schwer. Hier nochmal eine interessante Grafik, meine Damen und Herren, jenseits von Apple und Konsorten, nämlich wie schaut es denn aus mit der Belegung von Offices, also von Bürokomplexen. Und wir sehen, so langsam füllen sich die wieder. Wir sind jetzt immerhin nur noch bei gut minus 30%. Das ist insofern ein sehr wichtiges Thema, als ja diese Büro-Commercial Real Estates, also diese Büroimmobilien, ein ganz, ganz großes Thema sind in den USA. Und hier gleich meine erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Laut einer Umfrage der Bank of America sind Chinas Immobilien die Nummer 1 Ursache für das nächste globale Kreditereignis. Aber dann sehen wir schon, US-EU Commercial Real Estate, also praktisch Gewerbeimmobilien aus der EU und USA. Und hier sehe ich persönlich die ganz klare Nummer 1, denn China kann seine Probleme kaschieren, kann die erstmal zuschütten. Hier haben wir es latent mit eher freien Märkten zu tun. Dementsprechend können da Dinge dann auch mal aus dem Ruder laufen, bevor vielleicht dann der Staat einspringt. Ein drittgrößtes Risiko, Shadow Banking, by the way. Also erstmal diese Empfehlung, schauen Sie sich mal an, wie sehen Sie die Risiken? China-Immobilien wirklich, das ist die Nummer 1, erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, Apple hat zwar die Preise belassen, aber man hat eine subtile Strategie, um dennoch die Umsätze zu steigern. Hochinteressant, diese beiden Artikel. Und 14:30 natürlich reinschauen zu den Inflationsdaten bei finanzmarktwelt.de. Ich sage Servus, ciao.